Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Microwave Sounds. In meinem heutigen Video zeige ich euch, wie man eine Zugriegelorgel mit Leslie Slow Fast Effekt selbst für euer AKX Keyboard samplen und konfigurieren könnt. Der Leslie Effekt kann dann später entweder mit Hilfe des Cut-Off-Reglers oder einem Fußpedal am Medley oder Thomann gesteuert werden. Hier ein kurzer Ausschnitt, wie das Endergebnis später klingen könnte. Für mein Tutorial habe ich folgende Software verwendet: Colab B3 VST, eine kostenlose Hammond B3 Emulation, Chainer, ein VST Host mit Auto Sample Funktion, wobei hier die Trial, also die Demo Version, ausreichend ist, A Wave Studio für Loops und Sound Font Layering, wobei auch hier die Trial, also die Demo Version, ausreichend ist. Und natürlich zuletzt die Medley Grand Suite zum Erzeugen des Expansion Packs. Als erstes öffnen wir die App Chainer. Wie bereits erwähnt, ist Chainer ein VST-Host, der es ermöglicht, automatisiert Samples als Wave oder auch als Soundfont zu erstellen. Hier klicken wir auf den Pfeil und auf Load, um das Colab 3 VST als Plugin zu laden. Hierzu wähle ich die Colab 3 DLL-Datei aus. Um die B3-Orgel anzupassen, klicken wir auf Editor 1. Es öffnet sich die VST-Oberfläche und wir können die Orgel wie gewünscht konfigurieren. Zunächst möchte ich den cleanen Orgel-Sound samplen, also ohne Leslie-Effekt. Wir schalten ihn hierzu auf Off. Schließt das Orgelfenster und wählt in Chainer File und Export aus. Wählt hier den Tastaturbereich aus, welcher automatisch gesampelt werden soll. Ich wähle hier beispielhaft einfach mal C2 bis C6 aus. Um Speicherplatz zu sparen, könnt ihr aber auch zum Beispiel nur jede dritte Taste auswählen. Chainer mappt dann automatisch die Zwischenräume mit den vorherigen Tastensamples. Über die Drei-Punkte-Schaltfläche wähle ich einen Speicherort aus, benenne die Datei und wähle als Dateityp Soundfont SF2 aus. Als nächstes wähle ich hier nochmals Format SF2 und Mono aus und als Samplezeit 2000 Millisekunden sowie 500 Millisekunden Releasezeit, damit wir genügend Zeit für den späteren Loop gespeichert haben. Mit Druck auf die Schaltfläche Export starte ich das automatische Absampeln der Orgel. Das gleiche machen wir nun mit dem Leslie-Effekt. Geht hierzu wieder in den Editor 1 und schaltet den Leslie-Effekt 2 an. Schließt das Orgelfenster, klickt auf Export, wählt hier wieder einen geeigneten Dateinamen und startet dann wieder das automatische Samplen mit der Schaltfläche Export. Ich habe hier das Sample natürlich verkürzt dargestellt. Ist die App Chainer mit dem Samplen fertig, öffnen wir nun die Software Awave Studio. Auch hier reicht für unsere Zwecke die Trial-Demo-Version vollkommen aus. Mit Hilfe dieser App wollen wir nun die Orgel-Sounds, die wir ja nur 5 Sekunden gesampelt haben, loopen. Wie ihr gerade gesehen habt, ziehen wir einfach beide erzeugten Soundfont-Dateien in den Applikationsbereich. Ihr könnt auch sehen, dass es sich hierbei nun um zwei getrennte Instrumente handelt. Mit der Tastenkombination STRG und A markieren wir im rechten Applikationsbereich alle Samples. Mit einem Rechtsklick und Klick auf Process wählen wir im folgenden Fenster Auto Loop Finder aus. Als Zusatzoptionen konfiguriere ich hier die Optionen Crossfade und Cut Everything After Loop Endpoint. Dies sorgt für einen sauberen Loop und schneidet alles Unnötige nach dem Loop ab.
Die App Awave Studio arbeitet nun alle Samples nacheinander ab. Diesen Vorgang habe ich selbstverständlich wieder verkürzt dargestellt. Ist der Prozess abgearbeitet, können wir die einzelnen Instrumente nun nochmal mit Loop testen. Als nächstes möchten wir nun die beiden Instrumente miteinander kombinieren. Hierzu kopieren wir den Layer des Instruments B3 Fast und fügen ihn im Instrument B3 Clean hinzu. Das Instrument B3 Fast können wir danach löschen. Als letzten Schritt in dieser App speichern wir das Instrument mit einem Rechtsklick und Klick auf Save Selected Instrument As als Soundfont-Datei ab. Hierzu benenne ich die Datei als B3 Complete. Wir können die App Awave Studio nun beenden und öffnen als letzte Applikation die Medley Grand Suite. Hier öffne ich ein bestehendes Release Expansion Pack und wähle die Option SF2 importieren, um das gerade erstellte Instrument in der Grand Suite zu laden. Ihr könnt nun sehen, dass die Orgel aus unseren zwei erstellten Layern besteht. Der erste Layer ist die Orgel ohne Leslie, der zweite Layer die Orgel mit Leslie. Um den Leslie-Effekt nun anwenden zu können, nutzen wir die Cut-Off-Filter-Funktion. Wählt hierzu den ersten Layer aus und stellt als Filterempfindlichkeit 199 ein. Als Filter wählt ihr den 12 dB Low-Pass-Filter plus Pre. Für den zweiten Layer wählen wir ebenfalls Filterempfindlichkeit 199 aus, stellen aber als Filter den 12 dB High-Pass-Filter ein. Wir können nun auf der Registerkarte Common mit Hilfe des Cut-Off-Reglers die Funktion des Leslies testen. Für die bessere Optik im AKX-Display benenne ich den Ordner sowie das Instrument als Hammond B3 um. Anschließend exportiere ich das Expansion Pack, um es im Keyboard einladen zu können. Schauen wir uns nun an, wie sich die Hammond-Orgel im AKX anhört und wie wir den Fußtaster ebenfalls für den Leslie-Effekt konfigurieren können. Konfiguriert wird das Pedal über das Menü Global Settings und dem Registerreiter Pedal. Hier wählt ihr das Pedal aus, unter Module klickt ihr auf Sound und unter Assign auf Cut-Off. Um das Pedal nur für Ride 1 zuzuordnen, wählt ihr Apply to R1. Hören wir uns nun ein kurzes Demo an. Thank you.
Ja, das war mein Tutorial zum Thema Erstellen einer eigenen Zugriegelorgel mit Leslie-Effekt Slow Fast. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis dahin, tschüss, euer Dennis.